Im Garn. Gescheitert. Natürlich ist hier eins gescheitert. Ey. Zigeunerkarre. Was macht denn eigentlich mein Teamkollege? Wo gammelt der denn drum? Er ist halt einfach 16. Er hat 2 Punkte bis jetzt geholt. Läuft hart bei ihm, läuft richtig hart, ne? Das macht mein Motor. Alles noch im grünen Bereich. So, dann gehen wir doch einfach mal in die erste Trainingssession, würde ich sagen. Budapest. Das wird ganz bestimmt ein dramatisches Rennen. Chris hat dir wahrscheinlich von den neuen Teilen aus dem Werk erzählt, oder? Nö, hat er nicht. Sie alle montiert und einsatzbereit. Ich hoffe, sie erfüllen ihren Zweck. Also hier direkt wieder auf Weiche runter. Und Start. Einmal die Strecke kennenlernen. Ihr kennt den Ablauf ja danach. Qualifying-Simulation. Qualifying-Rennen. Kurve mit DAS hier. Ja, und das war nix. Schikane rein, Schikane raus. Also hier müssen wir ja fast hoffen, dass es regnet bei den vielen Kurven. Richtige Berg- und Talfahrt hier, ey. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Ah, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Rennen dann etwas schwieriger wird, weil die Kurven sind so gar nicht meins.
Direkt abgeschossen, ne? Es sollte passen. Das ist die letzte Runde des Programms. Scheinbar nicht, ne? Ja, läuft hart, ne? Ja, ne? Und muss mal reparieren die das jetzt direkt oder? Ne, das scheint hier irgendwie was Ernsteres zu sein. Jetzt. So, alles hier noch im gelben, grünen Bereich. So, das haben wir gemacht. Was sind denn die Teamziele? Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Du gehst mir tierisch auf den Sack damit. Wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Nimm ich jedes Mal, er schwätzt trotzdem jedes Mal. Trainings durchzuführen. Ich habe Automatik eingestellt, nur dass ihr es wisst, ne? Ich schalte nicht selbst.
war wirklich gute Arbeit. Haben ein paar. Hi Rosas. Na, wie geht's? So, Teamziele haben wir alle erreicht. Sehr schön. Zeit überspringen. Bin gleich wieder da. Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Der Kapitän, Leclerc und der von Baku. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, weiter geht's. Ja, weiter. Kurze Bibi machen. So, haben wir ein paar Pünktchen gesammelt. Und Trainingssession 2 und 3 überspringen wir mal wieder. Gehen direkt ins Qualifying rein. Ich hasse Ladezeiten. So, dann schauen wir noch mal, wie es hier aussieht. Ja. Sonic, bewölkt, interessiert keinen. So, dann gehen wir direkt ins Qualifying und gucken, was wir da rausholen können. Ob wir es wieder auf die Pole schaffen oder diesmal nicht, weil diese Strecke liegt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Schauen wir einfach mal. Ja, ich glaube, wir bleiben diesmal so. Ja, geht zur Strecke. Fuck, jetzt kann ich es vergessen. Jetzt ist Hamilton weg. Ah,
Ja, hier Hamilton, so der Hit ist ja auch nicht, ne? Ich baue da so einen Scheiß und kriege ihn wieder. Oh, diese Mauer. Na, jetzt doch nicht Pole. Naja, schade. Ah, zweiter ist auch okay. Ja, Freunde, da sind wir wieder an dem Punkt. Einmal mit Profis arbeiten. Nach dem kurzen Päuschen, wo ich hier jetzt allerdings rausgekartet habe, habe ich, Idiot, wieder mal mein Mikrofon gemutet und somit dürft ihr euch jetzt den Rest ohne mein Gelaber anschauen. Viel Spaß dabei. Im Rennen bitte gern mehr davon. Nach einem sensationellen. Das Team stellt nach dem Treppchenplatz im letzten Rennen hohe Ansprüche an dich. Konzentrier dich darauf, Punkte zu holen. Danach kannst du Druck nach vorne machen.
Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,0 Sekunden.
lässt eventuell etwas nach. Sie sollten aber noch eine Weile durchhalten. Lando kommt in die Boxengasse. Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 21,2 Sekunden. Fahr jetzt raus! Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Thank you.
2,3 Sekunden. Mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Die auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. We'll be right back.
ihr Benzin noch aus. Der Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 53,9 Sekunden.
Bremsung am MGUH hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperaturen im Auge. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Fantastisches Rennen, einfach klasse. Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team, es freut mich wirklich. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert. Der Kapitän übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Daniel Ricciardo hat mich heute definitiv beeindruckt mit seiner unglaublichen Leistung. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen... Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt? Klasse, das war dann alles. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Hey, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden.
Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Was hältst du hiervon? Wenn ich du wäre, würde ich so investieren.